Okay, nehmen wir mal an, du hast ein Video mit deiner Kamera aufgenommen, hast es geschnitten, auf dein Handy geladen und willst es jetzt auf Instagram veröffentlichen. Das Komische ist, in der Instagram-App beim Hochladen wird das Video aber nicht angezeigt. Woran liegt das? Das Video ist im falschen Codec vorhanden. In diesem Video zeige ich dir einen kleinen Trick. Mit dem Programm Handbrake kann man nämlich solche Videos ganz einfach und kostenlos umformatieren und dann zeigt auch die Instagram-App diese Videos an. Also lass uns mal in den Computer gehen. Und ich zeige dir, wie es geht. Ja, dieses Video habe ich mit Final Cut Pro geschnitten und exportiert. Jetzt habe ich mir das auf mein Handy geladen, aber Instagram zeigt mir das Video gar nicht an. Erstmal kann man natürlich gucken, ist das vielleicht zu groß? Also kann das Handy damit nicht umgehen? Ich habe hier eine 4K-Auflösung, 253 Megabyte Größe. Eigentlich sollte es daran nicht unbedingt scheitern. Es liegt wahrscheinlich an dem MOV, an der MOV-Dateiendung. Ich weiß nicht genau, welche Codec Instagram so akzeptiert, aber ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Programm Handbrake. Das bekommt ihr im Internet und zwar, wenn man da einfach mal nachsucht, handbrake.fr ist die Webadresse. Ja, das gibt es für Mac OS 10, das gibt es für Windows, für Linux und es gibt auch eine Kommandozeilenversion, also alles, was man so braucht und erwartet von einem Open Source Programm. Und wenn ihr das runtergeladen habt, dann könnt ihr es natürlich ganz einfach öffnen. Ja, und dann fragt ihr euch hier, yo, was möchtet ihr denn für ein Video konvertieren? Ich wähle jetzt hier mal mein Video aus, was ich mir ausgesucht habe. Er analysiert das kurz und dann können wir hier alles Mögliche einstellen. Ich nutze immer die Voreinstellung und zwar nehme ich hier Devices Android 1080p30. Dann gehe ich hier noch auf Video, weil mein Bildwiederholrate ist nicht 30 Bilder pro Sekunde, sondern 25. Aber ich lege das auf wie die Quelle. Ja, dann nimmt er sich genau die gleiche Bildwiederholrate, wie auch die Quelle hat. Dann sagt er hier, wo möchtest du das speichern? Ich möchte es auf meinen Schreibtisch speichern. Ich klicke auf Start. Dann dauert das einen Moment. Dann wird das Video konvertiert. Je nachdem, was ihr für einen Rechner habt, dauert es länger oder geht schneller. Alle anderen Einstellungen, die lasse ich so, wie die sind. Da ändere ich nichts dran. Was ihr vielleicht noch machen könnt, wenn ihr hier Probleme habt mit der Qualität, dann könnt ihr die konstante Qualität noch etwas verändern und schauen, ob dann die Aufnahme besser wird. Aber grundsätzlich schraubt Instagram auch nochmal ordentlich die Qualität runter. Ja, wenn er dann fertig ist, dann habt ihr hier eine Datei. Und zwar heißt das Ding nicht mehr dann Musterkarte MOV, sondern Musterkarte MP4. So, und wenn wir jetzt mal hier die Dateien vergleichen, dann sieht man hier AAC H264 Codec, AAC H264 Codec. Komischerweise ist das gleich, aber dieses Video wird nicht erkannt, das schon. Das müsst ihr jetzt auf euer Handy laden und dann entsprechend mit der Instagram-App öffnen. Ich mache das immer mit Google Drive, also ich lade mir das auf Google Drive hoch, ziehe es dann von Google Drive wieder von meinem Handy runter. Das geht für mich eigentlich am schnellsten. Und damit könnt ihr dann auch diese Videos auf Instagram posten. Ja, ich hoffe, dieser kleine Tipp konnte weiterhelfen. Falls es für dich funktioniert hat, schreib doch mal unten in die Kommentare. Und falls es für dich nicht funktioniert hat, schreib auch mal unten in die Kommentare, welchen Codec du letztendlich benutzt hast und wo Instagram das letztendlich nicht erkannt hat. Vielleicht können wir unten so eine kleine Liste zusammenstellen. Ansonsten, ja, abonniere gerne diesen Kanal, wenn du mehr wissen möchtest zum Thema Online-Marketing, Social-Media-Marketing, alles, was mit Internetwerbung zu tun hat, findest du hier haufenweise Videos auf diesem Kanal. Unten in der Videobeschreibung sind einige Links, vielleicht ist was Interessantes für dich dabei. Besonders unser Online-Kurs Systemakquise ist vielleicht interessant für dich. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.